Hallihallo, habe die Ehre und herzlich willkommen zurück in Night City. Mehr quatschen hier mit Judy. Ich möchte gerne auf die Darknet-Seite. Die beste Spur. Halten wir uns an deinen Plan. Gut. Hoffentlich kannst du was Nützliches ausgraben. Mach mal. Ich warte im Van. Wäre ich in der Chick-Chick Street nach Expedition. So, dann machen wir doch erstmal das, oder? Datenterminal, Datenterminal, Datenterminal. Hey, yo, willst du uns abzocken oder was? Da fehlen 4 Beutel, Mann! Wer hat Pablo mir nicht gegeben? Wenn's euch nicht passt, macht das mit ihm aus! Ich rede aber nicht mit Pablo, sondern mit dir! Das bedeutet, du und ich, wir haben ein Problem. Der hat dich gratis gechippt! Deinen Eingeweiden pflastern. Aber ich will nicht, was Standardausstattung, aber sie funktioniert. Wollt ihr echt kein Geld? Nada? Ja. Nicht mal in ich hab was, das macht deine Zeit härter als deine Kindheit. Spore ist echt gut. Und mit wem spreche ich jetzt, um ihr Infos zu erhalten? Como estás? Auch habe die Ehre. Nein, nein, mir geht's gut. Danke. Du hast ein bisschen fertig aus. Ja, wen befrage ich jetzt dazu? Komm her und lass mich mal lecken. Ada, Stecky, ne? Gott. Schubst mich nicht. Alte Schnauze. Na super. Ah, die haben Kaffee aufgemacht. Chino haben sie gemacht, so rum. Hätte mir mich auch schon mal gebraucht, weißt du? Ja, mit wem quatsche ich jetzt hier? Warum? So halt, Was gibt's zu besprechen? Ich suche einen Braindance. Einen bestimmten? Das Logo auf der Hülle ist eine Todesmotte. Was wolltest du denn sagen? Wow. Du bewegst dich auf dünnem Eis. Sei vorsichtig. Weißt du, wer sie macht? Wo sie gedreht werden? Weißt du, was ein Fixer macht? Ich erklär's dir gern. Ich bringe Geschäft. Was denn nun? Und das wäre? Sicherstellen, dass sowohl der Käufer als auch der Verkäufer und der Mittelmann nicht nur im Geschäft, sondern auch am Leben bleiben. Punkt. Frag mich also nie wieder wer, wie, was, wieso, weshalb oder warum. Kannst du mir so eine Aufnahme besorgen? Hör zu, ich sehe, was ich tun kann. Ich warte. Was wolltest du denn sagen? Ich sag dir, wie das abläuft. Ich besorg dir, was du suchst. Halt nach einem Päckchen Ausschau. Danke, Vako. Wo ist der Abholpunkt? Einer meiner Leute hinterlegt es an einem sicheren Ort. Ich schicke dir die Koordinaten. Mein Kunde braucht etwas. Du musst das für mich besorgen. Ja. Stinkt nach Fast Food. Gib dich zum Abholpunkt. Abholpunkt. Das
Mobs. Sag ihnen, was passiert ist, und helfe ihnen. Lauf! Warum? Steig ein. Ja? Hey, wie? Hey! Lass mich alles vorbereiten, aber setz das Headset richtig auf. Sieh es dir an, ich editiere in Echtzeit. Solide Links-Rechts-Kombo. Kann losgehen. Beschreib mir alles. Vielleicht bemerkst du was, was ich übersehen würde. Kommt jetzt schon wieder für eine kranke Scheiße. Arme Sau. Muss ein Scav sein. Sonst zieht sich niemand so an. Vor kurzem bestellt. Logo auf den Overalls. Gewöhnliche Kiste. Decker, Tanaka and Rogers Logo. Normal für einen Müllhaufen. Dieses Synth-Kaffee-Aroma schlägt nichts. Billig Scheiß. Und kalt. Backe-Slice. Na, Scav-Frau. Wer hätte gedacht, dass die auch XPDs drehen und nicht nur Leute ausweiden? Okay, wir suchen nach einem Electric. Der Kaffee war kalt. Vielleicht einen Tag. EC hatte mal ein riesiges Gelände in Charter. Also? Also kaufen sie regelmäßig bei Backe-Slice. Was man nicht wegen des tollen Geschmacks und der frischen Zutaten macht. Niemand schleppt eine Pizza, die nach Styropor schmeckt, durch die halbe Stadt. Ist ja aber trotzdem die Frage, was das für ein Braindance ist. Also, was die hier machen. Holy fuck, ist das schon wieder? Ey, die kommen echt auf kranke Scheiße. Altes Electric Corp Kraftwerk in Charter Hill. Das muss erst mal reichen. Mehr kriegen wir hier nicht mehr raus. Los, wir müssen dahin. Alexander Puschkin. Ja, fahren wir zusammen? Bei Biotechnica wird vermisst. Okay, ja, auf geht's. Klar. Dann mal los. Mit Hilfe und Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Wer weiß, vielleicht ist sogar eine hohe Belohnung drin für den ehrlichen Finder. Stan hier, die Sonne ist weg. Werd die Bilder nicht los. Aus der Todesmottenvirtu, die wir gesehen haben. Wenn alles, was die aufnehmen, Snuff ist, dann... Sag's nicht. Die müssten total bescheuert sein, um F für sowas zu verschwenden. Geht raus und genießt das echte Wetter. Wie meinst du das? Wir reden von einem Mädchen, das nicht nur ein Vollprofi ist, sondern sogar ein Puppenimplantat hat. Ich meine, sowas findet man nicht an jeder Straßenecke.
ehrlich. Fest im Rückwärtsgang, gute Frau. Und da wären wir. Gehen wir rein? Such nach einem Eingang. Ich bleibe hier und scanne im Subnet nach Bauplänen für die Anlage. Vielleicht finde ich ja was. Ich komme nach, sobald ich was hab. Bis dahin bleiben wir per Holo in Kontakt. Kleine Warnung, sieht brutal aus da drin. Na und? Wenn du denkst, dass mich das abhält, hast du dich geirrt. Okay, dann mal los. Jetzt schon gerne wegnutzen. Den kann ich doch mit einem Schuss zerlegen, oder? Pause, chill. Genug abgeschieben. Hol den Scheiß von der Straße. Mach's doch selber, wenn du so eilig hast. Verrückter Fix der verrückte Sauerei! Hab Hilfe gehört. Lebst du noch? Ja, keine Zeit hier rumzuschleichen. Auch so ein bisschen mehr gerade wieder rumzuschleichen, hast. Oh. Schau mal, wie knapp ich drüber geschossen habe. Wer lädt hier hoch? So schaut's aus. Ich weiß wohin. Oha, oha, alles noch fertig. Beste Versteck. Hab den Bauplan. Ich bin sofort da. Versuch einen Weg in die Untergeschosse zu finden. Irgendwas mal machen. Bei Herrlöschung. Jetzt war schon. Sorry. Wo muss ich hin? Untere Ebene. Weg runtergefunden. Siehst du meine Position? Yep, bin sofort da. Warte auf mich. Nee, warte. Ich bin ganz nah. Bin da. Wir müssen zum Untergeschoss 2. Ich wette, da halten sie sie fest. Hörst du das? Nein. Dieses Hemd. Das kenne ich. Ah ja, das kenne ich auch. Ja.
ganz bekannt ist es. Evelyn? Ja, ohne Zweifel. Na, dann würde ich jetzt mal sagen, die ist nagisch. Snuffs nur die Spitze des Eisbergs. Okay, einen müssen wir überladen. Mal die Uschi überladen. Wir müssen in den Korridor, an diesem Raum vorbei. Okay. Was machen wir? Ich könnte sie auch einfach erledigen. So oder so. Eine Entscheidung hast du gehört? Nicht. Eine gute Entscheidung. Erledige die schnell. Bin bei dir. Kriegs erwatschend. Das ist einfach so toll, wenn. Ich hab zwar ausgeschalten, aber. Hätte ich dir jetzt auch sagen können, gute Frau. Das ist gesichert ist. Hey, wie? Mach was, verdammte Scheiße! Was schiebst denn du jetzt schon wieder für eine? Ja. Handschellen. Klassiker. Geht immer.
Wobei die hier aus Stahl sind, nicht wie die Softcore-Plastikteile. Selbst wenn hier jemand freiwillig reinläuft, um ein Star zu werden, ist nicht gesagt, dass er je wieder rauskommt. Es scheint ein Wartungsraum zu sein. Mal sehen, was ich da finde. Findest du? Ich würde gerne näher ab. Alle Galle. Haben ihre Implantate rausgerissen. Und wo sie schon dabei waren, auch gleich noch ein paar Organe. Wie äußerst effizient. Scavs, egal wie viele man zerquetscht, es kriechen immer irgendwo noch mehr von ihnen rum. Hattest wohl schon das Vergnügen mit welchen? Leider ja. Alter, steig rein aus. Splittergranaten. Fuck.
doch ob sowas Sinnvolles gibt. Kann ich jetzt wieder bloß... Studio, glaube ich. Hast du was gefunden? Hab den Aufzug gesäubert, damit wir leichter rauskommen. Stehst eher auf die harte Tour, was? Warte eine Sekunde auf mich. Was für eine harte Tour? Keine Ahnung, was ich hier sehe. Okay, geht's wohl raus. Sie sind hier. Suchen wir sie. Halt durch. Schadet das ihrem Gehirn. Lass mich erst ihren Link trennen. Sag Bescheid, bevor du es rausziehst. Dann unterbreche ich gleichzeitig die Verbindung. Okay, dann mal los. Okay, los geht's. Mach dich bereit. Und... jetzt! Gott sei Dank. Evelyn, hörst du mich? Was stimmt nicht mit ihr? Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Sie muss stark traumatisiert sein. Hey, Evelyn. Ich muss wissen, wer dich angeheuert hat. Ist das dein Ernst, Vee? Du willst das jetzt machen? Können wir sie bewegen? Versuch was wert? Keine Hirnblutung oder Verletzung der Wirbelsäule? Ich sehe jedenfalls keine Wunden. Wir haben wohl keine Wahl. Bringen wir sie in Sicherheit. Und zwar schnell. Wo lang? Ich habe die Türen versiegelt und die Aufzüge mit Strom versorgt. Na dann zu den Aufzügen. Achso. Seit wann rauchst du? Mach den Kopf frei. Hilft mir beim Konzentrieren. Nachdenken. Wenn du rauchst, befriedigst du auch meine Suchtgefühle. Also hör bloß nie auf. Gehen wir rein. Willst du Wurzeln schlagen? Hab diesen Horrortrip nicht auf mich genommen, um vor einer Tür zu stehen. Musik.
sie schläft. Glaub ich zumindest. Ihre Augen sind geschlossen und sie hat aufgehört zu zittern. Wenn sie mir nicht so leid täte, hätte ich sie schon längst getötet. Du bist sauer auf sie? Warum? Als du meintest, ich soll ihren Verhaltenschip durchsuchen, hatte ich echt schon die Schnauze voll von deinem Scheiß. Judy, mir blieb keine... Schon gut. Dann verstehe ich nicht, warum... Das verstehst du gleich. Ich zeig dir die Virtu, die ich gefunden habe. Oh je. Yeah. Du hast sie wohl schon gesehen. Ja, musste viel Arbeit reinstecken, damit sie überhaupt Sinn ergeben. Aber ich will dich nicht beeinflussen. Du solltest sie unvoreingenommen ansehen. Okay, lass mal sehen. Warte, ich muss die Parameter einstellen. Schätze, jetzt finden wir raus, ob unsere Puppe echt durchgeknallt ist. Komm schon, wie? Was denn? Setz dich. Wo setze ich mich? Okay, lass laufen. Die Dateien waren stark beschädigt, kaum zu editieren. Bin froh, dass du überhaupt was retten konntest. Das Laden dauert ein bisschen. Die Qualität ist mies, aber ich habe mein Bestes getan. Wonach suchen wir? Jedes Stück... Zieh dich ruhig um, wenn du willst. Die kommen mir bekannt vor. Was ist das? Weave-Markierungen. Kennst du dich mit denen aus? Nicht gut genug, um zu verstehen, was sie bedeuten. Hab aber eine Idee, wer sie benutzen könnte. Wer denn? Vielleicht die Voodoo Boys. Ist aber nur eine Überlegung. Bin mir nicht sicher. Jedes Diese Stück unheimlichen Netrunner? Die Sicherheitssysteme? Die sind nicht leicht zu finden. Wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Wir holen alles, was wir brauchen, selbst aus der Virtu. Und seine Nachrichten? Nur wenn du das drauf hast, Parfebri. Das Wichtigste ist, dass er keinen Verdacht schöpft. Sei so entspannt wie immer. Und wenn er selbst anfängt, vom Biochip zu reden, sollte ich dann vielleicht darauf... Biochip? Wo hast du davon gehört? Irgendwo auf du Zau. Irgendwo auf du Zau. Bist du ihm? Ist vielleicht nicht wichtig. Vielleicht. Aber sie sind alle aus Pacifica. Das grenzt immerhin unsere Suche ein. Und wenn er selbst anfängt, Biochip, vom Biochip zu reden, hast du davon sollte gehört? Ich dann vielleicht darauf. Das hat dich nicht zu interessieren. Du drehst die Virtu, du kommst zurück. Wir geben dir die Eddies. Das ist dein einziger Job. Der Rest geht dich nichts an. Verstanden. Na, Chef. Du drehst die Wirt. Der Rest geht dich nichts an. Ich kann ihr Gesicht nicht sehen. Normalerweise ist so eine Verschlüsselung leicht zu knacken. Aber nicht dieses Mal. Wer auch immer sie ist, sie hat verdammt gute Netrunner-Skills. Entweder das oder jemand hilft ihr. Und jetzt? Sieht aus, als würde ich einen Ausflug nach Pacifica machen. Okay, ich glaube, wir haben alles. Was denkst du? Anscheinend hat Evelyn uns nie die ganze Wahrheit gesagt. Ach was, wenn ich nur gewusst hätte, in was für eine Scheiße sie sich geritten hat. Oh, ich bin so wütend auf sie! Ihr Job war nur, eine Virtu aufzunehmen. Verdammt beeindruckend, dass sie einen kompletten Überfall auf die Beine gestellt und ihre Auftraggeberin den Biochip weggeschnappt hat. Dafür brauchte sie euch. Darum hat sie euch angeheuert. Sie hat sich das alles selbst eingebrockt. Und dir. Da ist noch eine Aufnahme. Willst du sie sehen? Klar, warum nicht? Mich kann mittlerweile nichts mehr überraschen.
klingt. Was spricht sie für eine Sprache? Weiß nicht. Haitianisches Kreol? Es sind die Voodoo-Boys. Hatte ich nicht. Moment, lass mich nach einem Echtzeitübersetzer suchen. Du kannst derweil versuchen, dich auf die Telefonfrequenz abzustimmen. Mal sehen, was das andere Ende zu sagen hat. Geschafft. Noch eine Sekunde. Oui, allez, allez. Montec. Wir müssen herausfinden, was sie sagen. Könnte wichtig sein. Gut, ich habe gerade das Echtzeitübersetzungstool gefunden. Sollte mit deinem System kompatibel sein. Ich installiere es jetzt. Die Puppe ist déjà allé? Oui, elle est allée. On te garde raison, ma futur intelligent pour ça. Portez-y bien. Ou pensez que mademoiselle a fait un problème? Non, c'est pas arrangé. En prie, c'est bon. Non. En prie, c'est le bon moyen nous gagner pour nous rêver sur Yurino. On prend chance là. On t'a ramené quoi même j'avais, oh. Que Sylvain a mené nous direct sous Alt. Vous gagnez plus bon aidé? Très bien. Si vous décidez, c'est pas critiqué, ça me passe. Allez, continuez, fait travail. Ok. Ok, Julie, das reicht. Okay, ich trenne die Verbindung. Ich verstehe das nicht. Was hat das mit Johnny Silverhand zu tun? Der ist schon vor Ewigkeiten gestorben. Wie? Hast du eine Idee? Lange Geschichte, glaub mir. Leg los, bin ganz Ohr. Nicht der richtige Zeitpunkt. Ich brauche einen Moment allein, ja? Muss ein paar Sachen in meinem Kopf sortieren. Na klar. Weißt du, wer die sind? Wer diese Frau ist? Oder wo wir sie finden? Scheiße, wie? Ich bin seit einem halben Jahrhundert tot. Tut mir leid, dass ich dir nicht auf Befehl alle Antworten auf dem Chrom-Tablett servieren kann. Was könnten diese Leute von Alt wollen? Woher soll ich das wissen? Du hast gar keine Idee? So oder so führt die Spur zu diesem Netrunner. Sie zu finden hat oberste Priorität. Wenn sie so viel über den Chip weiß, wie ich glaube, kann sie uns vielleicht helfen. Du meintest doch, uns kann nichts helfen. Na. Such einfach diesen Juju-Kabelfreak, okay? Okay, meine lieben Leute. Wir machen hier einen Cut. Machen hier eine Speicherung. Wir machen morgen weiter. Ich komme hier gar nicht zum Reden, weil so viele Dialoge sind. Das ist echt irre. Für die Dialoge will ich auch nicht unbedingt drüber quatschen, wisst? Aber ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran. Morgen geht's weiter. Sprechen wir mit Judy. Und dann, ja. Mal, wie es hier weitergeht. Bis dahin sage ich, habe die Ehre und Servus.